Morgen. Na, Marianne, welcher große Romantiker hatte heute Schuld daran, dass du deinen Zug verpasst hast? Mach du dich nur lustig. Ich lese nun mal gern. Morgen, Frau Mauschner. Du liest nun mal gern. Morgen, Frau Riemer. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Was hast du dieses Wochenende gemacht? Jo, ich war einkaufen, habe neue Setzlinge auf meinem Balkon gepflanzt und... Gelesen. Ja, aber das ist doch nichts Schlimmes. Marianne, du musst mal unter Menschen gehen. Wie willst du denn sonst jemals jemanden kennenlernen? Renate, mir geht es gut und ich vermisse nichts. Und außerdem habe ich jetzt zu tun. Marianne, du bist ein hoffnungsloser Fall. Marianne, darf ich dir unseren neuen Mitarbeiter, Herrn Gerhard Simmel, vorstellen? Herr Simmel, das ist Marianne Riemer, unter anderem zuständig für das Belletristikprogramm. Angenehm, Herr Simmel. Auch angenehm, Frau Riemer. Tja. Ich bevorzuge die Romantiker. Und Sie? Die Romantiker? Also, ich neige ja mehr zu den Naturalisten. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich die pessimistische Grundhaltung von allen Menschlichen nicht teile, die die Naturalisten so vehement vertreten. Besser als die Idealisierung und süßliche Verklärung der Verhältnisse, die den Romantikern so sehr am Herzen liegt. Süßliche Verklärung dürfte wohl in diesem Zusammenhang ein völlig überzogener Begriff sein. Außerdem, wer sagt das? Ich könnte 1000 Aufsätze und Zitate beibringen, die diese Ansicht stützen. Davon bin ich überzeugt. Dennoch sollte es Ihnen genügen, dass mich die Einseitigkeit der Naturalisten einfach langweilt. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie im Laufe unserer Zusammenarbeit vom literarischen Wert dieser Werke zu überzeugen. Ihre vergeblichen Bemühungen werde ich mit großem Interesse verfolgen. Ist noch was? Sie sollen mir doch eigentlich zeigen, wie Sie hier katalogisieren. Ich arbeite doch jetzt immerhin hier. Entschuldigen Sie. Natürlich. Ja, dann setzen Sie sich mal zu mir und gucken einfach zu. Wenn Sie Fragen haben... Frage ich. Genau. Das war heute Morgen ja wirklich eine Glanzleistung. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, wie du den armen Simmel abgekanzelt hast. Ich? Er hat doch die Romantiker runtergemacht, dieser Naturalistenjünger. Und das außerdem noch völlig unqualifiziert. Marianne, wie willst du eigentlich jemals einen netten Mann kennenlernen, wenn du immer gleich so verbiestert bist? Ich bin nicht verbiestert. Nee, du bist total verklemmt. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Guten Tag. Guten Tag. Man sieht, dass Sie in Ihrer Arbeit hier völlig aufgehen. Aufgehen? Ja, also ich... Nein, ich ordne nur ein. Oh. Bitte. Danke. Wollten Sie irgendwas Bestimmtes? Nun ja, ich lese gerne und bin mir sicher, dass Sie mich da bestens beraten. Ja, natürlich. Was bevorzugen Sie denn so? Alles, was Sie mir empfehlen. Aber ich habe Ihnen doch noch gar nichts empfohlen. Aber das werden Sie doch sicher. Gut, dann dieses hier. Sie haben sehr schöne Hände. Schöne Hände. Ja, also, Sie entschuldigen mich, aber ich habe jetzt wirklich zu tun. Was ist denn doch? Ich habe Ihnen doch ein Buch gegeben. Ja. Probleme der Lautreimrhythmik in der vorchristlichen keltischen Dichtung. Ein Versuch. Ja, das ist ein äußerst interessantes Werk. Viel Spaß damit. Schönes Buch.
Tut mir leid wegen vorhin. Ich hab's nicht so gemeint. Ist schon in Ordnung. Ich hab da vielleicht was für dich. Aber sei nicht gleich wieder sauer, ja? Sind Sie schüchtern? Die Flirtschule von Ilka Bobsin. Das ist genau das, was du brauchst, wenn du mich fragst. Erstens habe ich dich nicht gefragt. Und zweitens würde ich so einen Unsinn auch niemals mitmachen. Bitte? Dann eben nicht. Ich hab's ja nur gut gemeint. Dann vergrab dich doch mit deinen blöden Romantikern aus dem vorletzten Jahrhundert. Und obwohl Männer anders flirten als Frauen und die Techniken durchaus verschieden sind, gibt es bestimmte Grundregeln, die für beide Geschlechter gelten. Wichtigste Voraussetzung ist, dass man sich selber mögen muss, bevor man auf andere eine positive Ausstrahlung haben kann. Ihr müsst euch suggerieren, dass ihr okay seid. Dass es nicht überraschend ist, wenn andere Menschen sich spontan zu euch hingezogen fühlen. Und genau deswegen fangen wir jetzt mit einer Übung an, die dieses Selbstvertrauen in euch wecken soll. Ihr steht jetzt bitte alle auf. Und jetzt wird jeder von euch einmal im Kreis herumgehen und zu jedem der hier Anwesenden sagen, ich bin begehrenswert. Also dann los. Marianne, du machst bitte den Anfang. Ich? Aber ich habe sowas noch nie. Aber genau deswegen bist du ja hier. Ich bin begehrenswert. Lauter und direkt ansprechen. Ich bin begehrenswert! Beim ersten Ansprechen ist der Augenkontakt das Wichtigste. Unsere Körpersprache sollte Selbstbewusstsein aussenden, aber auch die Bereitschaft zum Flirt anzeigen. Für die Frauen ist es das Zurückwerfen des Kopfes und das Richten der Haare. Was heißen soll, ich mache mich für dich schön. Hallo? Das ist aber eine Überraschung, Sie hier zu sehen. Wieso das denn? Ich arbeite doch hier. Es sollte ein kleiner Scherz sein. Verstehe. Ist es Ihnen zu hell hier drin? Was? Nein, wieso? Ja, weil Sie so komisch geblinzelt haben. Ich hab was in die Augen bekommen. Brauchen Sie ein Taschentuch? Nein, danke. Haben Sie Nackenschmerzen? Nein. Ich komme vielleicht besser ein anderes Mal, wenn Sie wieder auf dem Damm sind. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wie man sich vorstellt, brauchen wir wohl nicht zu üben. Aber nachdem man den Namen des Partners erfahren hat, kann man daraus ein Gespräch einleiten. Und das wollen wir jetzt mal üben. Marianne und Dieter, vielleicht fangt ihr hier mal an. Marianne und Dieter. Ihr fangt jetzt mal an. So, ihr stellt euch jetzt mit Namen vor und dann beginnt Marianne ein Gespräch, bei dem sie auf Dieters Namen eingeht. Heutzutage ergreifen die Frauen die Initiative. Also Marianne, bitte. Hallo, ich bin die Marianne. Hallo, ich bin der Dieter. Ja, also Dieter... Der Name Marianne erinnert mich immer an unsere Putzfrau, als ich noch klein war. Aha. Ja, die war wahnsinnig dick. So, ich erinnere mich auch an einen Dieter. Ja? Ja, Dieter Vossler. Er hat den Lehrern immer die Tasche hinterhergetragen. So. Der war ein unglaublicher Schleimer. Oberste Regel ist also, dem Gesprächspartner zuzuhören und dann auf ihn einzugehen. Diese Regel gilt insbesondere für Frauen, die damit dem Machismo des Mannes schmeicheln. Dennoch,
gilt es, eine gewisse Distanz zu wahren, eine Unnahbarkeit auszustrahlen, die der Mann erst durchbrechen muss, bevor er den Flirt erfolgreich, das heißt mit einer Verabredung, abschließen kann. Ja, Marianne? Ich soll also auf ihn eingehen, ihm zuhören, Distanz wahren und Unnahbarkeit ausstrahlen? Ja. So alles auf einmal? Nun ja, eine gewisse Widersprüchlichkeit, etwas Schillerndes, trägt dazu bei, dass man dem anderen als interessante Person vorkommt. Widersprüchlich schillern soll ich also auch noch? Hallo, hier bin ich wieder. Oh, hallo. Halten Sie mal kurz. Danke, sehr liebenswürdig. Sie sind ja wirklich eine etwas widersprüchliche Persönlichkeit. Widersprüchlich. Das Schillern hatte ich doch ausgelassen. Ja, einen Tag zeigen Sie mir die kalte Schulter und heute sind Sie so freundlich. Ja, das ist halt Tagesform. Ach so, verstehe. Mein Name ist übrigens Marianne Ringer. Mein Name ist Hubert Greiner. Angenehm. Hubert, das ist ein schöner Name. Danke. Nicht so wie Dieter. Dieter? Ja, der immer alle bei den Lehrern verpetzt. Tatsächlich, na schau einer an. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses interessante Thema vielleicht nachher bei einer Tasse Kaffee vertiefen könnten. Sie wollen mit mir über meine Schulzeit reden? Über was Sie wollen? Was liegt Ihnen denn am Herzen? Die Literatur der Romantik. Frau Riemer, ich weiß nicht, wo ich die hier einordnen soll. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo die hingehören? Wie Sie sehen, habe ich hier gerade mit einem Kunden zu tun. Deswegen werde ich Ihnen doch wohl mal kurz eine Frage stellen dürfen. Das stört Sie doch nicht, oder? Herr Greiner hatte mich gerade etwas Wichtiges gefragt. Sie stören also durchaus. Außerdem sind die Signaturen auf den Büchern, die Sie da haben, sehr gut zu lesen. Und einem so praktisch veranlagten Naturalistenjünger wie Ihnen dürfte es doch wohl nicht schwerfallen, die entsprechenden Regale zu finden. Natürlich, das konnten Sie sich wohl nicht verkneifen. Überhaupt, wenn ich Sie hier bei irgendeinem Gesäusel über die Romantiker unterbrochen haben sollte, dann tut es mir aufrichtig leid. Das mit dem Säuseln nehmen Sie sofort zurück. Gut, ich nehme das Säuseln zurück. Aber dennoch geht es mir gegen den Strich, dass Sie kitschige Idealisierungen der detaillierten realistischen Darstellung der Conditio Humanae vorziehen. Dass ich nicht lache. Arnim Brentano Eichendorff. Gefühl ist das wahrhaft echtes, tiefes, menschliches Empfinden. Hier. Ist hier eine Party im Gange? Nein, nicht direkt eine Party, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ja. Mein Name ist Rita Mauschner. Marianne, ich mach das hier schon. Die beiden Kollegen sind zu sehr miteinander beschäftigt. Mein Name ist Hubert Greiner. Und Sie könnten mir sogar sehr behilflich sein. Dafür bin ich ja da. Darf ich Sie etwas rumführen? Ja. Und Ihnen zeigen, was wir so alles zu bieten haben? Ja, mit dem größten Vergnügen. Dieses Miststück. Schon, aber er hat auch nicht gerade gezögert. Niedrigstes Niveau, ganz schlechter Stil. Kalt und mechanisch. Ohne jede Romantik. Genau. Aber deshalb hätten Sie mich hier noch lange nicht einfach unterbrechen dürfen. Ich wollte Ihnen doch nur eine berufliche Frage stellen. Das habe ich gemerkt. Aber Sie haben nicht gemerkt, was dieser Filou da mit Ihnen vorhatte. Sie wollen mir doch nicht unterstellen, dass ich mit diesem Herrn da Kaffee trinken gehen wollte. Oh doch, das wollten Sie. Herr Simmel, Ihre Lektüre scheint Sie ja wirklich zu den abgründigsten Fantasien anzuregen. Jetzt verstehe ich auch Ihre Vorliebe für die Naturalisten. Das soziale Elend, der Sumpf, die Gosse. Natürlich, natürlich. Wohingegen Sie die hehre, reine Fackel der wahren Liebe und der Romantik hochhalten. Das ist doch nur überhöhter Kitsch für verklemmte Personen. Sie nennen mich verklemmt? Das ist doch wohl der Gipfel.
Sie haben völlig recht. Im Gegenteil. Sie werfen sich dem Erstbesten an den Hals. Was mache ich? Sie verabreden sich mit wildfremden Männern zum Kaffee trinken. Ich habe doch nur... Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich Trottel hab's wieder versaut. Herr Simmel, was ist denn mit Ihnen? Es ist nur diese Frau Riemer. Ich wollte mich doch nur nett mit ihr unterhalten, so von Kollege zu Kollegin. Nett unterhalten, so von Kollege zu Kollegin. So, so. Na, der Lautstärke Ihrer netten Unterhaltung nachzuurteilen, waren Sie doch eher kurz davor, sich an den Kragen zu gehen, oder? Ich weiß auch nicht, das war schon immer so. Irgendwie treffe ich nie den richtigen Ton. Streiten kann ich mich ganz hervorragend mit Frauen, aber mal so nett sein, irgendwie... Ich verstehe. Ich habe da was für Sie. Sind Sie schüchtern? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Keine 10 Pferde kriegen mich zu so einer Versammlung. Da fehlt doch noch jemand, oder täusche ich mich? Könnten wir nicht einfach ohne Marianne? Marianne? Was soll ich da eigentlich noch? Komm, Gerhard. In 5 Minuten fangen wir an. Gerhard, da hinten ist dein Platz. Ja, danke. Inzwischen kann sich unser Neuer ja schon mal vorstellen. Wie wär's? Tja, also ich heiße Gerhard Simmel und ich bin... Oh Gott. Sie? Sie? Ah, es scheint, dass Marianne und Gerhard sich bereits kennen. Oh, da fällt mir ein, ich muss dringend noch meine Wäsche aufhängen. Nass, bügelfrei. Tja, ich muss leider... Ich meine, ich wollte hier sowieso noch mal... Das ist doch mal was. Diese beiden hier. Genau darum geht es. Ihr beiden, ihr wollt doch jetzt nicht etwa kneifen? Nein, nein, ich habe den Kurs lange vor Herrn Simmel besucht. So, so. Und außerdem werde ich sicher nicht gehen, nur weil Herr Simmel jetzt auch hier ist. Er hat ja auch ein Recht auf ein wenig menschliches Miteinander. Auf etwas Romantik. Ich dachte, hier geht es mehr um praktische Dinge. Wenn man es denn unbedingt auf etwas so Banales reduzieren will. Das Leben ist banal und da ist kein Platz für Romantik und Gesäusel. Sie sind ja von den Büchern, die Sie lesen, von Pessimismus durchtränkt. Schwarzseher, grauenhafter. Ich wollte von Anfang an nur ein nettes Gespräch mit Frau Riemer beginnen, aber irgendwie scheint mir das nicht zu gelingen. Ein nettes Gespräch? Ja, das würde mir ja auch gefallen. Aber bis jetzt haben Sie immer nur... Ach. Marianne und Gerhard. Ihr setzt euch jetzt auf eure Plätze. Bitte, bitte. Natürlich kann man auf viele verschiedene Arten flirten. Aber so, wie die beiden es hier machen, dürfte die Sache wohl kaum zum Erfolg führen. Ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich mit Herrn Simmel geflirtet hätte. Frau Riemer, es bestand leider zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass man es so auslegen könnte. Harmonie ist das Zauberwort. Wegen... Sie sind doch dermaßen in Ihrer materialistischen, gefühllosen Weltsicht gefangen, dass Sie einen Flirtversuch nicht mal erkennen würden, wenn er Ihnen auf dem Tablett gereicht würde. Und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und sich zuzuhören. Natürlich, ich habe es nicht anders erwartet. Sie wollen mir aus meinen literarischen Vorlieben wieder einen Strick drehen. Anstatt sich mit einem für Sie unbekannten Genre auseinanderzusetzen, kommen Sie gleich wieder mit Ihren romantisch verschwalmten Pauschalurteilen. Dabei möchte ich doch nur... Erstens ist mir das Genre keineswegs unbekannt. Und zweitens ist mein Urteil nicht verschwalmt. Ich bezweifle jedoch, dass ihr Naturalisten überhaupt noch einen Blick für die Tiefe der menschlichen Seele habt. Das ist doch endlich mal ein Ansatzpunkt. Die Seele. Denn die Naturalisten tun doch nichts anderes, als die weltlichen materiellen Umstände zu beschreiben, durch die die Seele leiden muss. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber Sie müssen doch zugeben, dass Friedrich Schlegel es durchaus verstanden hat, die Überhöhung und fantasievolle Darstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen in einen literaturtheoretischen Zusammenhang zu stellen, der...
Ist was? Stören wir Sie? Ich meine euch. Nun ja, wir würden ganz gerne weitermachen. Vielleicht könnten wir ja... Ja, uns bei einem Kaffee weiter unterhalten. Entschuldigung, ich habe vergessen, Sie halten Kaffeetrinken ja für anrüchig. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Das war mehr so eine Metapher. Jetzt kommen Sie mir nur nicht mit Metaphern. Ich dachte immer, die Naturalisten nehmen blumige Sprachbilder strikt ab. Mein Gott, nur weil ich ein paar von deren Büchern gelesen habe, heißt das doch noch lange nicht, dass ich selber einer bin. Und die trockene Beschreibung von sozialem Elend zu dem einzig gültigen und erlaubten Stil erheben zu wollen, das ist mir dann doch etwas zu dogmatisch. Ich sage es noch einmal, weil Sie mir offensichtlich nie zuhören. Weder bin ich dogmatisch, noch Hallo, bin ich... Hallo, da bin ich wieder. Na, so ein Zufall. Frau Riemer und Herr... Was machen Sie denn hier? Tja, wir waren hier... Bei einem... Vortrag. Ja. Und Sie? Was machen Sie hier? Ja, ich wollte nur meine Freundin Ilka Bobsin zum Essen abholen. Ilka Bobsin? Ja, wieso? Kennen Sie sie? Nein. Nie gehört. Was? Wie heißt die? Nein, kenne ich nicht. Schade eigentlich. Von der könnten Sie eine Menge lernen. Da wäre ich nicht so sicher. Nicht wahr? Tadellos. Die hat mal weit über 100 gekostet. Da sagen wir mal, 50 Mark sind durchaus angemessen. Guten Morgen. Was soll daran schon gut sein, am Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe? Wenn man auf dem Flohmarkt erfolgreich sein will, muss man früh aufstehen. Woher willst du denn das wissen? Du bist doch in deinem ganzen Leben noch nicht auf einem Flohmarkt gewesen. Deshalb wird es jetzt auch höchste Zeit. Ja, unglaublich, wie viele Sachen sich im Laufe der Zeit so ansammeln. Du willst das wirklich alles hier verkaufen? Klar, da wird ein hübsches Sämmchen bei rausspringen, glaube mir. Am Nachmittag kommt übrigens noch jemand wegen der alten Schränke. 50 Mark, sag mal, ist das nicht ein bisschen happig? Wieso? Die ist doch noch wie neu. Und du hast das alles mit diesen Preisschildern hier ausgezeichnet? Natürlich. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Eigentlich gehören die Sachen alle Sabine. Ich wollte ja, dass sie ihren Kram selber aussortiert. Aber das Fräulein-Tochter hat scheinbar was Besseres zu tun. Vorsichtig, Großmutters altes Teeservice mit Goldrändchen. Ja, ja. Wo bleibt Sabine eigentlich? Sie hatte doch versprochen, uns zu helfen. Kann deine Tochter denn nicht einmal pünktlich? Wieso meine Tochter? Vorsicht! Göttingen, Hamburg ist eine ganz schöne Ecke. Komm, wir müssen uns dranhalten. Wenn wir nicht pünktlich sind, vergeben die unseren Verkaufsstand noch an einen anderen. Na, Morgen, tut mir leid. Wie geht's euch? Na, wie soll's gehen um diese Uhrzeit? Morgen, mein Schatz, bisschen spät, was? Ich hab verschlafen, tut mir leid. Ja, ja, so sind sie, die Studenten. Auf, Kinder. Kundschaft wartet. Wo soll ich sitzen? Du kannst bei Sabine mitfahren. Ich fahr schon mal vor. Ich bin gestern total versagt. Das hättest du dir ruhig mal verkneifen können. Mutti musste heute Morgen deinen ganzen Kram alleine packen. Jetzt fang du nicht auch noch an. Ich verstehe sowieso nicht, warum ihr unbedingt umziehen müsst. Das Haus ist zu groß für uns allein. Was sollen Mutti und ich denn mit den ganzen Zimmern? Gott, das ist schade irgendwie. Oh. Naja, wir haben ja noch keinen Käufer. Sag mal, was ist denn hier eigentlich alles drin? Oh, die ganzen alten Sachen, die wir jetzt nicht mehr brauchen können. Die Puppe hat mir Tante Erika zum Geburtstag geschenkt. Dass du dich daran noch erinnerst. Das glaube ich jetzt aber nicht. Du willst Bubu verkaufen? Meinen geliebten Bubu? So eine Gemeinheit. Den will ich jetzt aber behalten. Typisch. Jahrelang liegt der ganze Krempel bei uns rum, unbeachtet. Und plötzlich hängt deine ganze Glückseligkeit davon ab. Sabinchen. Was hältst du davon, wenn du dir eine Kiste nimmst und da all deine Lieblingssachen reintust? Und wo soll ich denn damit hin? Ich kann die doch nicht in meiner WG stapeln. Na, siehst du. Und wir haben in einer kleinen Wohnung auch keinen Platz mehr.
Bei aller Liebe, ich werde die ganzen Sachen auf keinen Fall wieder mit nach Hause nehmen. Ich auch nicht. Na gut, aber Bubu bleibt bei mir. Meinetwegen könnt ihr den Rest verscherbeln, aber ohne mich. Außerdem brauche ich jetzt einen Kaffee. Bin seit 4:30 auf dem Bein. Den hatte ich bereits ausgepreist. Oh, sich um nichts kümmern, aber jetzt mit Bubu abhauen. Georg. Den wollte ich gerne behalten. Jetzt fängst du auch noch an. Du hättest wenigstens fragen können. Also das ist doch wohl die Höhe. Erst lasst ihr mich wie immer alles alleine machen und jetzt meckert ihr rum. Sabine. Yvonne. Das ist aber eine Überraschung. Hi. Grüß dich. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Stimmt. Komm, setz dich. Sag mal, ist das deiner? Ja. Der ist aber süß. Wie heißt denn du? Emil. So, jetzt kann's losgehen. Erstklassige Ware! Kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie, kaufen Sie! Immer mit der Ruhe! Nix geht hier los. Wie bitte? Hier, wo Sie sich gerade breit gemacht haben. Das ist leider mein Platz. Wieso Ihr Platz? Das muss ein Irrtum sein. Die 6 habe ich doch extra reserviert. Es kommt ganz auf den Standpunkt an. Was reden Sie da für einen Unsinn? Was denn für ein Standpunkt? Na, von wo man guckt? Von meinem Standpunkt aus gesehen. Ist das hier die 9? Von Ihrem Standpunkt aus gesehen ist das hier die 6. Jetzt ist die große Preisfrage. Welcher Standpunkt ist der richtige? Hier links. Na, was haben wir denn da? Die 8. Und hier rechts haben wir die 10. Und was liegt nach Adam Riese dazwischen? Ach, herrje. Vielleicht können wir tauschen. Wir bleiben hier und Sie nehmen unseren Platz. So einen großen Unterschied kann das ja nicht ausmachen, die paar Meter. Schließlich haben wir schon alles aufgebaut. Ja, dumm gelaufen, aber das ist nun mal mein Stammplatz, schon seit Jahren. Und den wechsle ich nicht einfach. Auch nicht wegen Ihnen. Ihre Stammkunden werden doch wohl 5 Meter weiter nach links gehen können. Moin. Na, was ist hier los? Moin, moin, Horst. Die Herrschaften sind auf meinem Platz. Aber das Ganze ist doch nur ein Versehen. Tja, tut mir leid. Der Herr hat recht. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Marktleiter, wenn Sie nichts dagegen haben. Tja, und was sollen wir jetzt machen? Alles wieder abbauen? Tja, die Herrschaften werden sich doch wohl einigen können. Ja, denke ich auch. Schließlich sind wir hier auf dem Flohmarkt. Sie können meinen Stammplatz gerne haben. Wäre auch zu ärgerlich, wenn Sie alles ab- und dann wieder aufbauen müssten. Ja, sag ich doch. Ich mache Ihnen auch einen echten Sonderpreis, weil Sie mir so sympathisch sind. Na, wie wär's mit 100 Mark? Sind Sie übergeschnappt? Sie verlangen Geld dafür? 100 Mark? Herr Marktleiter, was sagen Sie dazu? Flohmarkt ist Flohmarkt. Da kann man verkaufen, was man will. Das ist eine ganz üble Abzockerei. 50 Mark. Na gut, 80. Weil Sie es sind. Georg, auf sowas lassen wir uns gar nicht erst ein. Und was machen wir jetzt? Wir bauen alles wieder ab. Kann's gehen, ne? Jetzt sind wir den Fuffi genommen. Aber nee, du bist ja mal so gierig wie immer. So, jetzt kann's wirklich losgehen. Alles erstklassige Ware. Und das zu einem fairen Preis. Zu der Wahl kann ich Ihnen nur gratulieren. Soll ich es Ihnen einpacken? 1 Mark. Wie? 1 Mark? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was das mal gekostet hat? Na gut, 1,50. Sehen Sie nicht die Preisschilder? Hier. 12 Mark. Preisschilder? Wir sind ja auf dem Flohmarkt. Da ist der Kunde König. Genau. Und im Sinne einer kundenfreundlichen und zügigen Abwicklung ist die Ware mit Preisschildern versehen, damit gar nicht erst lange zeitraubende Diskussionen aufkommen. Also gut, ich nehme die ganze Kiste für 10 Mark. Die ganze Kiste? Na, hören Sie mal, Sie können doch froh sein, wenn Ihnen überhaupt jemand diesen ganzen Schrott hier abnimmt. Wenn das Ihrer Meinung nach Schrott ist, was wollen Sie denn überhaupt damit?
Ich biete Ihnen 20. Das ist doch lachhaft. Okay, 25, das ist aber mein letztes Wort. Also höher kann ich nun wirklich nicht gehen. Ich fürchte, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Das fürchte ich auch. Eine Unverschämtheit. Marion, das wird doch nie was. Ja, kann ich auch verstehen. Emil! Sabine, das tut mir jetzt aber echt leid. Ah, das ist halb so wild. Sag mal, geht er gar nicht in den Kindergarten? Ach, versuch mal in Hamburg einen Kindergartenplatz zu finden. Na, gefällt dir die Puppe? Ja. Willst du dir die mal ein bisschen genauer angucken? Ja. Hast du denn auch Geld? Ja. Zeig mal. Ui, 50 Pfennig. Und nun guck mal, was auf der Puppe da drauf steht. Auch 50 Pfennig. Wenn dir die Puppe so gut gefällt, dann sollst du sie auch haben. Tschüss. Du hast die Puppe verkauft? Ja. Toll. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Die Puppe hat mal weit über 100 Mark gekostet. Ja, ja, aber das kleine Mädchen... Ja, ich weiß, die war niedlich, aber deshalb sind wir doch nicht hier. Also auf deine Art kriegen wir hier gar nichts verkauft. Ich schlepp die ganzen Sachen nicht wieder nach Hause. Ab sofort wird hier hinter meinem Rücken gar nichts mehr verkauft. So, dann bin ich hier ja wohl überflüssig. Wo willst du hin? Nach Hause. Mir reicht's. Bitte, mach nur. Allein komme ich hier auch viel besser zurecht. So, geh mal ein bisschen spielen, ha? So, wer sitzt da? Das ist die Schwester. Hallo, ihr zwei. Hi. Hallo. Papa. Sag mal, hast du Mama ganz allein gelassen? Deine Mutter revolutioniert gerade das deutsche Flohmarktwesen. Da störe ich nur. Was hat sie bloß? Das frage ich mich auch. Ich gehe mal schauen, wie es läuft. Bin gleich wieder da. Viel Glück. Also, da kann ich Ihnen nur gratulieren. Eine ausgezeichnete Wahl. Mundgeblasen aus dem Erzgebirge. Garantiert feuerfest. Und ausgesprochen formschön. Eine Zierde für jedes Heim. Freunde und Bekannte werden Sie beneiden. Fühlen Sie nur mal, wie schwer der ist. Mensch, die suche ich doch schon ewig. Was wollen Sie dafür haben? Die Preise stehen alle drauf. Was, 10 Mark? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Die Platte hat mal über 20 Mark gekostet. Die hat nämlich mal Tassen im Schrank. Das ist ja unerhört. Wenn Sie mehrere nehmen, dann können wir natürlich über den Preis reden. Ich bin Sammler, müssen Sie wissen. Alte Kinderbücher, ausschließlich Erstausgaben. Aber hiermit kann ich nicht viel anfangen. Außerdem sind die hier alle vollgeschmiert. Vollgeschmiert? Na hier, sehen Sie sich das doch an. Von meiner lieben Mami zum 6. Geburtstag, Sabine. Wie süß. So, die Standgebühr ist fällig. Standgebühr? Ich hab doch noch gar nichts verkauft. Der Meter 15 Mark, das sind bei 4 Metern genau 60 Mark Standgebühr. Ich biete Ihnen 20. Wie bitte? Okay. 25? Mein letztes Wort. Höher kann ich beim besten Willen nicht gehen. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen? Ja. Flohmarkt ist eben Flohmarkt. Aber das brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu erklären. Mit mir wird nicht gehandelt. Wissen Sie, Flohmarkt habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. So? Wie denn? Erfreulicher und irgendwie seriöser. Ich habe alles solide ausgepreist und die Leute richten sich überhaupt nicht danach. Das ist doch alles von höchstem Wert.
Wissen Sie, was ich glaube? Sie wollen gar nichts verkaufen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich arbeite seit über 25 Jahren auf dem Flohmarkt. Dabei lernt man die Menschen kennen. Wir haben Mama ganz schön im Stich gelassen. Mich hat sie weggeschickt. Ist doch egal, Papa. Jedenfalls braucht sie jetzt ein Erfolgserlebnis. Und ich will meine alten Sachen wieder haben. Leihst du mir mal bitte 100 Mark? Die Kiste kannst du nachher selber tragen. Da bin ich gnadenlos. Hui, das ist aber süß. Was soll das denn kosten? 20 Mark steht drauf. Ja gut, dann nehme ich die Sachen hier. Das macht zusammen 100 Mark. Sie wollen das wirklich kaufen? Wissen Sie, das tut mir jetzt wirklich leid, aber gerade die Sachen, die kann ich Ihnen gar nicht verkaufen. Die hat ein anderer Kunde vorhin zurücklegen lassen. Ja gut, dann nehme ich die anderen Platten. Die sind auch schon verkauft. Und die Spielsachen? Auch verkauft. Die Teddybären? Verkauft. Tut mir leid, aber es ist wirklich alles schon verkauft. Ja, also... Sie will nicht verkaufen. Was? Sie will nicht verkaufen? Das heißt ja, die ganzen Kisten müssen wieder nach Hause. Wenn ich's doch sage, sie will nicht verkaufen, sie bricht den Stand ab. Ich hab noch eine Idee. Nee, lass mal. Ich muss Mutti helfen. Die Kisten sind ja viel zu schwer für sie. Okay. Lass mal, ich mach das schon. Oh. Und was ist mit deinem Rücken? Nicht der Rede wert. Großmutters altes Teeservice mit Goldröntchen. Hallo. Hallo. Ist das etwa Ihre Tochter? Ja, schon alles verkauft? Sagen Sie, schämen Sie sich gar nicht? Schicken das kleine, unschuldige Mädchen zu mir, um mir meine Puppe abzuluxen, damit Sie die dann hinterher verkaufen können? Wirklich, ein sehr schönes Stück. Ich würde sie gern wieder haben. Was soll die kosten? Preis steht dran. 50 Mark? Ist nicht von mir. Aber ich habe sie Ihre Tochter vorhin für 50 Pfennig verkauft. So ist es nun mal mit Antiquitäten. Die steigen stündlich im Wert. Also gut. 5 Mark. 10 Mark. 20 Mark. No. Darf ich Ihnen vielleicht noch beim Tragen helfen? Sehr witzig. Und du bekommst deine 50 Pfennig zurück. Danke. Tschüss. Tschüss. Einen schönen Tag noch. Nie wieder Flohmarkt. Das war das erste und letzte Mal. Da sitzt sie. Brav. Wollen Sie mich bis ans Ende meiner Tage verfolgen? Ich habe einen Termin. Mit Marion Steiner. Ja, das bin ich. Es geht um Ihre Möbel. Die wollte ich mir mal ansehen. Meine Möbel? Niemals. Mit Ihnen mache ich keine Geschäfte mehr. Ja, Moment mal. Sie lassen mich hier extra raus, Tucker? Ja? Das kostet Benzin und Zeit. Meine Zeit. Außerdem hatten wir eine Verabredung. Mit Ihnen habe ich keine Verabredung. Komm, Charlotte. Lass es wieder heimdüsen. Ja.
ich hänge doch genauso an den Sachen wie ihr. Und an dem Haus auch. Und was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee, Mama. Ich habe doch heute meine Freundin Yvonne getroffen. Und die hat ein Kind, aber niemanden, der drauf aufpasst. Mama, ich bin stolz auf dich. Das war jetzt echt eine tolle Idee. Was sie macht, das macht sie richtig. Ach, Kinder, mach nicht so ein Theater. Das war doch der einzig logische Schritt. Wir haben genug Platz und wir haben genug Spielsachen. Also, ich muss dann mal los. Sei schon artig, ja? Heute Abend hole ich dich wieder ab. Und wie viele andere Kinder kommen noch? Och, es gibt da noch einige Interessenten. Die muss ich. Marion? Frau Steiner? Also, tschüss. Ja, tschüss. Also, ich komme wegen der Anzeige. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Wir verkaufen die Möbel nicht. Ja, nicht wegen der Anzeige. Sie wissen ja, wie schwer es ist, heutzutage einen Kindergartenplatz zu kriegen. Und so ein Flohmarkt ist ja vielleicht auf Dauer auch nicht gerade das Richtige für so ein kleines Kind. Da haben Sie allerdings recht. Wie sieht's aus? Hätten Sie eventuell noch ein Plätzchen für meine Tochter? Ein Plätzchen wäre eventuell noch frei. Für 200 Mark die Woche. 150 wäre doch ein angemessener Preis. 210. Aber nur, weil Sie mir so sympathisch sind. Eine Sekunde, das geht doch nicht. Wir sind gleich bei 220. Das ist ja schlimmer als auf dem Flohmarkt. Nicht ganz so schlimm. 200 Mark, mein letztes Wort. Okay. Na komm.